Hallo ihr Lieben, ich stehe hier eigentlich bereit. Ich habe mir das schon so lange vorgenommen, euch eine Demo zu machen von einer Palette, die mir auf den ersten Blick eigentlich ganz sympathisch erschien, nämlich dieser Pocket Palette von Essence. Als ich sie das erste Mal gesehen habe mit dem neuen Sortiment, ist sie mir gleich aufgefallen. Ich weiß nicht, sie kostet jetzt 3 oder 4 €. Ich bin mir gerade nicht sicher. Finde ich eigentlich eine nette Farbzusammenstellung, verschiedene Finishes, aber alles eher in Richtung Matt, nur manche haben so ein bisschen Glittersprenkel. Und dann habe ich drin rumgepatscht und fand sie dann ja auch schon nicht schlecht. Gefiel mir zumindest auf den ersten Blick besser als die üblichen Essence Eyeshadows. Nun habe ich mir gedacht, ich muss sie auch mal demonstrieren, also sie auch mal ausprobieren. Und das wollte ich heute machen, aber ich stoße an meine Grenzen, an die Grenzen meines Könnens. Ich finde, es ist ein einziger Farbbrei und das ist jetzt schon der zweite Versuch. Ich blende euch mal ein, was ich vorher gemacht habe. Ich wollte natürlich möglichst viele Farben davon euch demonstrieren. Also wie sie sich am Lid verhalten, wenn ich sie mit Pinsel einarbeite. Das sollte die Demo sein und keinerlei Anleitung für irgendwie so Malen nach Zahlen, Dings. Das nicht, sondern einfach, dass ihr vielleicht so ein bisschen erahnen könnt, wie sie sich am Lid verhalten. Denn so ein Swatch in Napf ist ja jetzt nicht so aussagekräftig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich meine Zeit noch weiterhin damit verschwenden soll. Ich mach's jetzt einfach, ja? Ich bin nämlich enttäuscht, also falls ihr das nicht raushört. Neuerdings sind meine Lider ein bisschen zickig, daher wipe ich off. Irgendwie, weil da ein bisschen im Foundation immer vom Auftrag übrig ist. Weil die Sachen auch trotz guter Base anfangen zu kriechen, gelegentlich. Ich nehme mal die Art Deco und pack die aufs ganze Lid. Die Art Deco ist wirklich eine zuverlässige Eyeshadow Base, die durchaus aber auch das Blenden erschwert. Daher sagen wir mal einfach, dass die Lidschatten vielleicht auf einer smootheren Base sich besser auftragen ließen. Weiß ich nicht, ist jetzt nur eine Vermutung. Kann man ihnen zugute halten. In der Palette gibt es keinen Applikator, sondern ein Applikator-Pinsel-Duo. Natürlich nicht High Quality oder so, aber finde ich immerhin besser als nur. Und dann nehme ich mal den weißen. Der weiße ist auch so eine matte Grundmasse und hat Schimmerpartikel inne. Also er ist nicht richtig stark reflektierend. Das mag ich nicht so sehr. Also entweder richtig matt weiß, was ich selbst aber nicht mag. Aber eigentlich bevorzuge ich als Weißnuancen solche, die das Licht richtig schön global reflektieren, weil das dann auch ein bisschen homogener wirkt. Und hier wirkt das sehr mehlig. Aber das ist selten. Ich finde, in den meisten Paletten sind irgendwie nie so richtig brauchbare helle Töne drin. Aber also es ist jetzt keine Tragödie, aber ich finde, es gibt so viel Besseres. Ja, weiter habe ich es dann mit dem Sigma 239 versucht. Was ja jetzt eigentlich sonst ein guter Pinsel ist und dann mit diesem Türkiston. Beziehungsweise es ist eher so ein Aquagrün. Und der ist auch, so wie der weiße, so ein bisschen trockener und er hat silberne Sprenkel drin. Den tupfe ich jetzt mal auf. Also Pigmentierung ist an sich ja okay, verflüchtigt sich aber schnell. Also wenn man ihn jetzt nicht tupft, sondern verreibt, wurde das gleich richtig transparent. Und ihr wisst ja, was Türkis angeht, bin ich ja immer so ein Pyjama, Pyjama. Das ist so eine Farbe. Also entweder ist sie richtig brillant und richtig satt oder ich hasse sie. Weiter habe ich es dann mit dem Petrol versucht, was schon wiederum eine viel interessantere Farbe für mich ist. Dieser hat keine groben Schimmis inne, ist dennoch nicht ganz matt. Ich würde so sagen, so satiniert. Und an sich auch satt, aber sobald ich angefangen habe, ihn mit dem Türkis zu verblenden, wurde das zu einem einzigen Brei. Da kann man sich eigentlich auch irgendwie eine der Farben sparen. Und ja, das Resultat seht ihr ja hier. Ich habe es jetzt weiterhin dann mit dem Elf-Pinsel, diesem Rundpinsel, weitergearbeitet und dann mit dem Schwarz. Auch gleiche Textur, also nicht richtig matt, aber mit klitzekleinen Schimmerpartikeln. Und ihr seht es ja schon, es krümelt mehr als alles andere. Ich weiß nicht, ob ihr die Krümel sehen könnt. Auf jeden Fall, also ja, scheiße. Darf man das sagen? Also ich finde den Lidschatten sehr, sehr schlecht. Ich meine, fürs Notwendigste könnte man ja sagen, aber da muss man echt schon sehr, sehr wenig Anspruch haben. Und ich finde, bei Farben wie richtigem Schwarz und solchen dunklen und farbintensiven Lidschatten, da sollte man echt nicht allzu viele Kompromisse eingehen, weil die Sachen ja auffallen und dann fallen aber auch deren Macken auf. Und naja,
als das nicht so wirklich klappen wollte, habe ich noch den Elf Professional, diesen Rundpinsel Contour Brush, und habe es versucht, aber irgendwie passierte da nichts. Und dann habe ich aufgegeben. Ich habe gar nicht erst unterm Lid geschminkt, damit ich mich schnellstmöglich abschminken kann und ein richtiges Augen-Make-up auftragen kann. Zuvor habe ich genau die anderen Farben verwendet, nämlich, bevor ich es vergesse, ich habe auch noch diesen Beigen hier verwendet zum Ausblenden, und das wiederum gefiel mir ganz gut. Mit leichtem Peach-Einschlag, nicht Vibuli, ihr seht ja, er kriegt irgendwie die Farbe nicht in den Griff. Aber ich finde die Nuance ganz schön. Ja, und wie gesagt, vorher habe ich genau die anderen Lidschatten verwendet. Da habe ich wohl mit dem innen auch angefangen. Dann kam das Pinke hinzu. Und dieser hat keinerlei Schimmerpartikel, ist wirklich dann satiniert. Wurde aber erstens fleckig und man bekam ihn einfach nicht intensiv hin. Ich machte wieder Farbe drauf, Farbe drauf, Farbe drauf, und es wurde einfach nicht intensiv. Welcher richtig Hammer ist, sowohl hochpigmentiert als auch richtig schöne satte Farbe, und es wurde relativ gleichmäßig, aber tausendmal dominanter als all die anderen Farben. Ihr seht es ja auf dem Bild, man konnte ihn gar nicht mehr richtig ausblenden, ist dieses Bordeaux. Und das ist eigentlich ein sehr cooler Ton, um auch damit eben diese Schattierungen zu machen, finde ich. Es muss ja nicht immer schwarz sein. Man sollte aufpassen, dass man nicht, also das dann mit kühleren Farben kombiniert, weil der ja selbst auch so einen Rotstich hat. Und ich finde, das ist ja noch einer, der einigermaßen geht. Dieser hier wirkt eigentlich schon ein bisschen wie Satin Taupe von der Farbe, ist im Auftrag aber richtiges warmes Braun. Der gefiel mir leider auch nicht, war auch sehr trocken. Ja, ich hätte mich total gefreut, euch eine Palette zu demonstrieren, die eine super Alternative zu den sonst günstigen Essence Lidschatten bietet oder auch P2 oder was auch immer. Aber leider war es mehr Schein als Sein und ich bin eigentlich total enttäuscht jetzt. Ich hätte euch zu gern so ein Schminkvideo gemacht. Ich meine, wenn euch das genügt für den Alltag, ist es ja prima. Dann ist sie vielleicht ja auch was für euch, weil hier sind wenig Farben drin, wenig Näppchen für einen super Preis. Aber ich muss sagen, für meine Ansprüche, wo ich dann auch schon gern die Farben sehen würde, die ich auftrage, die sich dann vielleicht voneinander absetzen, die nicht scheckig werden und vor allen Dingen den ganzen Tag so aussehen, wie sie am Anfang aussahen und nicht irgendwann anfangen, so miteinander zu verschwimmen und Lücken zu machen, muss ich leider sagen, dass es bei mir durchgefallen ist. Ja, in Ordnung. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Macht's gut. Tschüss.